Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Rossmann-Haul für dich, der aber ein bisschen anders ist, weil ich mich dann auch direkt schminken werde, also direkt auch ein paar Produkte austesten werde. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe einiges geshoppt an dekorativer Kosmetik, deswegen bin ich jetzt auch ungeschminkt. Bin eben von der Arbeit gekommen, habe mich abgeschminkt und sitzt jetzt hier nackelig im Gesicht vor dir. Habe aber auch noch hier auf dieser Seite ein paar Pflegeprodukte, ein paar Haushaltsprodukte. Ne? Wir starten einfach mal. Und es gibt natürlich auch noch eine Verlosung, da habe ich auch noch an euch gedacht. Es gab ja unfassbar viele neue Produkte, viele Limited Editions. Viele Produkte, wo ich auch von anderen YouTubern echt angefixt wurde. Und bei dem einen oder anderen bin ich schwach geworden. Und teilweise gab es echt fette Rabatte bei Rossmann. Ich muss mal gucken, ob ich die Preise, die Rabatte irgendwie eingeblendet bekomme. So, ich starte mit einem neuen Produkt von Rival de Lupiang aus dieser Korean Trends Limited Edition. Das ist der Pudding Primer. Und den mache ich mir jetzt einfach direkt mal drauf. Sowas muss ja auch meistens ein bisschen einziehen und so. Der Pudding Primer kaschiert Hautunebenheiten und zieht dank seiner besonderen Textur schnell ein, hinterlässt ein zartes, ebenmäßiges Finish für die optimale Vorbereitung der Haut auf das Make-up, inspiriert von koreanischen Trends. Ja, das war auch irgendwie das einzige Produkt aus der LE, was mich angesprochen hat. Die anderen, weiß ich nicht, so ein Cushion-Blush oder keine Ahnung, so Augenbrauenprodukte, das war nicht so meine Welt. So sieht übrigens dieser Primer aus. Ich finde den sehr, sehr niedlich. Wie so ein kleines Ei sieht der halt aus. Aber halt jetzt nicht so erwachsen. Ne? Das ist sehr, sehr Rival de Lupiang halt. Ne? Das merkst du halt. Stark parfümiert, aber angenehm. Das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn du da mit deinen Fingern rein... Ach Gottchen. Guck mal. Das ist richtig jellymäßig. Also er lässt sich gut verteilen, aber den rauszukriegen ist schon nicht so angenehm. Oh Gott, der zieht unfassbar schnell ein. Also das ist echt, ja, Pudding halt, ne? Eine ganz merkwürdige Konsistenz, Leute. Also der hat jetzt keine Farbabgabe oder sowas, also kaschiert Unebenheiten. Nee, das nun nicht, ne? Es ist einfach wie eine Feuchtigkeitscreme, die jetzt ein bisschen klebrig ist. Also haut mich jetzt nicht vom Hocker, das Moped. Werde ich ihn weiter benutzen, weiß ich nicht. Ich finde den vom Geruch ganz angenehm. Aber ich mag lieber, dass ich dann irgendwie einen Primer habe, wo man halt auch irgendwie eine richtige Wirkung spürt. Aber ich muss gleich erstmal was drüber geben. Vielleicht entwickelt sich ja noch die Liebe zwischen uns Zweien. So, während der jetzt erstmal so ein bisschen einzieht, kann ich ja schon mal mit meinem Haul starten. Da habe ich hier ein neues Produkt von Isana gefunden. Isana Blütenkraft. Das ist ein Glanzshampoo. Denn ich habe aktuell eine Glanzspülung ist das. Und ich habe ein Shampoo in Verwendung, wo ich keine Spülung zu habe. Und dann habe ich jetzt das hier geholt. Das wird direkt gleich in meine Dusche wandern. Das ist mit Passionsblüte und Reisöl, frei von Silikon. Das ist vegan und 90% natürlichen Ursprungs. Und es ist neu und es gab, glaube ich, 20% darauf und es roch gut. Ja, das riecht sehr, sehr angenehm. Also Passionsblüte, ja, es riecht sehr, sehr schön blumig. Hat mir gut gefallen und hier ist auch ganz schön viel drin, glaube ich, ja 400 Milliliter. Auch mal ganz interessant, ne? Und das wird jetzt auf jeden Fall direkt in mein Badezimmer wandern. Ich mache mir jetzt das nächste Produkt drauf und zwar habe ich hier von L'Oreal mir das Glow Cherie gekauft in der Farbe Light Glow. Natürliches Glow Fluid. Das habe ich mir aber tatsächlich eben bei der DM geholt, weil die DM und Rossmann sind quasi gegenüber voneinander. Und da habe ich diese Mini-Reisegröße von diesem kleinen Glow Fluid bekommen. Und das fand ich cool. Das wollte ich dann ausprobieren. Und das kommt halt hier in so einem Tüppchen. Und das hat, glaube ich, nur 1,95 gekostet. Das sagst du auch nicht nein. Und ich weiß nicht, wie viel man davon verwendet. Ich gebe mir das jetzt einfach mal über meinen Primer. Und so wie ich das gehört habe, soll man das mit den Fingern verteilen. Das tue ich doch einfach mal. Meine Schnurrbarthaare wieder. Und es riecht auch angenehm. Und da gab es drei verschiedene Farben. Da gab es Porcelain, das wäre noch eine Stufe heller gewesen. Das wäre dann wahrscheinlich eher was für den Winter für mich gewesen. Dann gab es die Farbe, vier Farben. Diese Farbe hier, die Farbe Light und die Farbe Natural und die Farbe, ich glaube Dark ist das. Und da habe ich mir jetzt aber die Light mitgenommen, weil ich bin hell. Das Finish an sich als Grundlage gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich habe mir dann noch ein bisschen was geholt für Sammy und zwar von Winston Hähnchenfilets. Immer wenn ich irgendwo einkaufe und dann bei den Hundesachen vorbeigehe, dann kriegt Sammy auch was. Und das sind einfach Hähnchenfilets.
Dann habe ich auch noch 10 neue Postkarten mitgeholt. Das nehme ich immer, wenn ich halt Verlosungen habe und da dann die Päckchen versende von mir aus und nicht von den Firmen aus. Dann mache ich immer eine Karte mit dabei. Und da haben wir halt 10 verschiedene und die kosten halt 50 Cent und da sagst du nicht nein. Und es war auch noch 10%, also sagst du noch viel weniger nein. Strumpfhosen mussten mit, es ist Strumpfhosenzeit für mich aktuell. Also ich trage viele Röcke, Kleider und so weiter und dann halt immer eine Strumpfhose, weil meine Beine sind blau. Sie sind einfach blau oder zerstochen voll mit irgendwelchen Mückenstichen und deswegen muss ich Strumpfhosen tragen. Da habe ich mir einmal hier tatsächlich viermal diese ganz normalen mitgenommen, die für 1,49 zwei Stück, Make-up und weil ich halt etwas längere Beine habe, hole ich mir die immer in Größe 40-42 und ja, ich muss mal gucken, ich hoffe, die passen, aber ich glaube schon, da habe ich, wie gesagt, 4 Pakete, sprich 8 Paar mitgenommen und dann habe ich noch für etwas besonderere Anlässe die für 2,29 mitgenommen mit Kompressionsfunktion mit 40 Dehnen, die sind dann halt, ja, das sind 20 Dehnen und das ist dann 40 Dehnen. Ist dann ein bisschen teurer, aber halt, ja, ne, dicker und vielleicht dann auch, wenn es etwas kälter ist, kann man auch Rock tragen. So, weitermachen wir mal mit der Foundation. Da habe ich mir was Neues geholt und zwar habe ich die noch nie gehabt. Die von Makeup Revolution oder von Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. Ich habe jetzt die Farbe F2. Bin ich mal gespannt. Das hat auf jeden Fall ein Oschi von Applikator. Also das ist riesig. Ja, und die trägt man sich halt so auf. Naja, aber die Farbe könnte wohin kommen, ne? Von der Kriegsbemalung hier. Es scheint wirklich meine Farbe zu sein. Ich bin ja begeistert. Da muss so ordentlich ausblenden. Oh. Farbton. Jetzt ausgeblendet ist es viel zu hell. Ich sehe aus wie ein Gespenst. Also der Glow Enhancer ist weg. Da siehst du nichts mehr von. Die Foundation ist irgendwie auch echt. Die ist dick. Die ist... Die... Boah. Ja. Die... Macht dir alles aus dem Gesicht weg, was du jemals drauf hattest, um das mal so zu sagen. Also richtig maskenhaft. Das ist schon krass, ne? Ich mag das schon noch, wenn man meine Haut sieht und das gewährleistet diese Foundation nicht. Ja, ne? Das Gespenst macht weiter. Ich habe hier mir noch von B-Routine die Anti-Hornhautsocken mitgenommen für geschmeidig weiche Füße. Ich glaube, auch die habe ich von DM geholt. Habe ich gesehen, fand ich interessant, habe ich mitgenommen. Und ja, Hornhautsocken ist ja immer sowieso für mich so eine ganz interessante Geschichte. Deswegen sind die auch mit in meinen Einkauf gewandert, in meinen Einkaufskorb. Dann gab es bei Rossmann so eine Aktion, kaufe 2 Glisco-Produkte und kriege ein Mini-Produkt gratis. Also ich habe mir quasi ja, die 2 Produkte geholt, die ich jetzt normalerweise auch in meiner normalen Routine verwenden würde. Das sind diese 2 Sprühkuren, verwende ich immer nach meinem ganz normalen, nach meiner Haarwäsche. Ne? Da habe ich einmal die Limited Edition bei Anna Maria Damm, aber die ist ja schon Ewigkeiten im Sortiment. Ne? Und dann die mit... All Nutritive. Mensch, habe ich mir auch noch mitgenommen. Das hier, wenn meine Haare richtig trocken sind. Das hier, wenn meine Haare so normal sind. Genau, und gratis dabei gab es dann hier von Glisskur diese SOS Intensivkur. Total Repair, wenn es halt mal richtig heftig wird, ne? Dann habe ich die auch. Das ist doch gar nicht so verkehrt, da können wir mit leben. So, ich möchte, mich setten. Versuchen wir es mal. Da habe ich mir ein Bananapowder geholt von Rival de Loupianc. Das ist eigentlich aus dieser Limited Edition, wo du dir selber quasi deine Palette zusammenstellst. Und ich habe mir gedacht, in meinem jugendlichen Leichtsinn, den kann man doch garantiert auch so einfach als Produkt verwenden, oder? Aber ja, muss ich halt immer wieder in diese Verpackung dann reinmachen, damit der halt geschützt ist. Aber gut, das war halt so die Idee. Da gab es bei Rossmann nämlich noch die ganze Limited Edition Berry Me On oder so. Berry On von Essence. Und da habe ich hier diesen Pinsel mitgenommen. Der Face Brush. Hello Happy, genau. Und ich liebe ja diese Pinsel von Essence, gerade aus den Limited Editions. Und als ich den gesehen habe, habe ich gesagt, ja, du kommst mit. Ja, ist halt ein Bananapowder, ne? Macht nicht allzu viel, aber ja, settet es halt. Aber das lässt tatsächlich diese Foundation noch maskenhafter aussehen, denn die wandert weiter. Guck mal, wie krass die meine Falten betont hier. Meine Lachfalten und so. Ich mag meine Lachfalten, aber ich brauche die jetzt nicht auch noch durch eine Foundation betonen. Nee, nee. Hätte ja wert werden können, ist es aber nicht. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber es war halt auch echt günstig, ne? Dafür hast du halt nur so eine lose Verpackung. Aber ja, ich werde es weiterverwenden, weil
Warum nicht? Ich glaube, ich habe gar kein Bananapowder sonst mehr. Ne. Gesicht ist gesettet. Ich habe mir noch ein neues Duschgel geholt von Naturebox mit kaltgepresstem Mandelöl. Da waren auch irgendwie extra Rabatte mit drin. Und das hatte ich, glaube ich, schon mal. Oder ich hatte es als Shampoo. Ich weiß gar nicht. Und ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, es riecht halt schön nach Mandel. Man muss diesen Duft mögen. Ich mag den Duft wohl. Nicht jeder mag diesen Duft. Für manche Leute wirkt dieser Duft, also halt so ein bisschen nach Marzipan halt, nicht sehr angenehm. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Oh ja, ein weiteres Duschgel ist mir in die Hände gefallen von TT-Sept. Tee bei TT-Sept, Hallo Streichelhaut. Das hatte ich auch schon mal in eine Box gegeben, in ein Tauschpaket. Und ich finde das so toll mit Kirschblüte und Reismilch. Und die ist ausgelaufen. Mist. Ja, das riecht wundervoll nach dieser Kirschblüte. Ich liebe Kirschblütenduft. Oh, ja. Dann ist mir ein Blush über den Weg gelaufen. Der wurde empfohlen von einer anderen YouTuberin, aber ich weiß nicht mehr von wem. Von Maybelline, das Fit Me Blush in der Farbe 35 Coral. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr dezent. Ist jetzt hier in der Mitte, ne? Sehr korallig. Er hat auch einen leichten Schimmer übrigens mit drin. Da kommt jetzt noch nicht so viel. Also so eine Top-Empfehlung war das jetzt noch nicht bislang. Aber er lässt sich definitiv aufbauen und hat einen schönen Schimmer. Also man sieht jetzt so auch einen leichten Glow. Aber so jetzt auf den ersten Blick, ja, es ist ein ganz dezenter, zarter Blush. Aber der Glow von dem Blush gefällt mir richtig gut. Also, ne, das mag ich ja, wenn Blushes nicht nur totmatt sind, sondern halt auch dann irgendwas mit der Haut machen und dem Ganzen was verleihen. Ja, und jetzt selbst mit gefühlten 20 Schichten sieht man immer nur noch einen leichten Hauch. Und man muss bedenken, ich habe darunter eine totmatte, tothelle Base. So, weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich ein bisschen was für den Haushalt gekauft. Da habe ich hier von Domol das Wäscheparfüm Mystic Flower mitgenommen. Verwende ich immer wieder ganz gerne. Ich muss mich immer nur bändigen, dass ich da nicht allzu viel von in die Waschmaschine mache. Ansonsten lösen sich die Perlen nicht wirklich auf und dann sieht es einfach nur noch furchtbar aus. Beziehungsweise dann hast du halt tatsächlich überall in deiner Wäsche die Perlen mit drin und das wollen wir ja nicht. Und ein Duschpeeling habe ich auch noch mitgenommen von Isana, das Duschpeeling Meersalz und Kirschblüte. Das hatte ich schon mal verwendet. Kirschblüte liebe ich vom Duft, aber das hier ist etwas, was ich demnächst gerne in eine Verlosung packen möchte. Ja, was übrigens in diesem Video in der Verlosung ist, befindet sich hier, das ist eine Palette. Und zwar ist es so eine Online-Exclusives-Palette von Essence, die Flamingo Paradise Blush and Highlighter Palette, Highlighting Palette und ja, Embrace Your Inner Flamingo. Und dieser Flamingo ist wirklich so ein schöner Patch, also richtig süß. Moment. Hast du hier einen Spiegel, wenn du es aufklappst und dann verschiedene Highlighter, Bronzer und Blushfarben. Und die fand ich cool. Also ist auf jeden Fall eine tolle Sache für jeden. Und da ist für jeden auch irgendwie ein Farbton mit dabei, den man benutzen kann. Und deswegen möchte ich diese Palette in diesem Video sehr, sehr gerne an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht wie immer unten in der Infobox drin. Jetzt habe ich hier einen Lipstick, einen Sweet Lipstick von BB, den Berry Me mit dem fruchtigen Duft süßer Himbeeren. Und den möchte ich mir jetzt mal auftragen. Und Himbeere mag ich total gerne und jetzt mache ich mir den drauf. Mhm. Riecht sehr künstlich. Der fühlt sich sehr, sehr pflegend an, ist aber wirklich pinky, ne? Also der macht schon so ein bisschen gelbe Zähne, finde ich. Ich will mir am liebsten 10 Millionen Schichten aufgeben, weil meine Lippen so trocken sind und ja. Sieht schon echt pinky aus, ne? Aber ich kann mir das einfach gut vorstellen, den mal eben so drauf zu machen. Das ist sehr simpel. Und der schmeckt schön nach Himbeere. Nom nom. Als nächstes, so, jetzt habe ich es. Habe ich hier auch aus den Online-Exclusives, nee, das ist kein Online-Exclusive, ne? Die habe ich auch im Laden gesehen, von Essence, diese Summer Days and Nights Glow Bar Highlighter Palette gekauft. Die wurde mir von so vielen von euch empfohlen. Und ich habe mich echt dagegen gewehrt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, nee, komm, nimm sie mit. Hatte ich mir eigentlich online geholt, weil zu dem Zeitpunkt gab es auch irgendwie auf die ganzen Highlighter und so mega viel Rabatte. Ich glaube 25% oder 30%. Und deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt nimmst du die einfach mal mit. Und bei der Palette, die ich jetzt gerade echt nicht aufkriege, habe ich mir gedacht, dass ich mir jetzt meinen Augenlook damit schminke. Und ja, die fühlen sich wirklich unfassbar toll an, ne? Also schön weich, das gefällt mir richtig gut, weil so viele mir das halt empfohlen haben. Und ja, Holla die Waldfee. Ja, das geht schon ab, ne? Krass. Ich habe hier auch aus dieser Berry On Essence LE den Eyeshadow Brush mir geholt. Das heißt, damit kann ich das jetzt schminken. Der ist so, wie ich ihn liebe. Der ist ein bisschen fluffig und abgeschrägt vorne.
Einen Spiegel hasse ich hier nicht mit bei. Dann nehme ich mir den von Jana. Also, ich hatte mein Lid jetzt auch schon gesettet mit dem Bananapowder. Das heißt, da muss ich jetzt nicht noch extra setten. Und gebe mir dann jetzt einfach mal den dunklen Highlighter-Ton so als... Erstmal hole ich dich auch erstmal näher ran. Warte. Das musst du dir doch von Namen angucken. Warte, ich hier eine Verzapfe. Ich habe hier ein bisschen viel Produkt genommen, ne? Sieht man wohl. Ich wollte mir den eigentlich dezent erstmal in die Lidfalte geben. Aber weil das so einen Schimmer hat, geht ja auf keine Kuhhaut, ne? Das ist wie Metall, was ich mir jetzt aufs Auge gebe. Das ist ja heftig. Ich finde, das ist auch mal eine interessante Art, eine Highlighter-Palette auszutesten, oder? Indem man das einfach mal als Lidschattenlook verwendet. Ja, ich wollte jetzt mein äußeres Form mit diesem rötlichen Ton mal so ein bisschen einfach nur vertiefen. Und den goldenen Ton setze ich mir hier innen mal rein. Und den allerhellsten Ton hier in der Palette gebe ich mir auf das Zentrum. Ich arbeite ja übrigens die ganze Zeit hier mit dem einen Pinsel und Wahnsinn. Das sieht schon ziemlich geil aus. Über Fallout und so, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, oder? Ich meine, das hier ist eine Highlighter-Palette, da ist klar, dass du da garantiert Fallout haben wirst. Die ist ultra krass pigmentiert und da hasse Fallout. Jetzt für den unteren Wimpernkranz, das wird ein bisschen schwer, aber dann nehme ich halt auch diesen rötlichen Ton und den nehme ich mir jetzt mit so einem ganz präzisen Pinsel wirklich auf und versuche den auch vorsichtig hin und dran zu setzen, weil das kann halt auch schnell aussehen, als hättest du einen aufs Auge bekommen. Die Reste, die hier auf dem Pinsel sind, nehme ich, um hier einfach mal alles ein bisschen zu verblenden. Und das verblende ich tatsächlich bis hoch zur Augenbraue. Und so muss ich auch gar kein Augenbrauen-Highlight setzen, weil das von ganz alleine kommt. Ei, ei, ei. Ja, ne, ich habe jetzt keine Augenbrauen drauf, deswegen sieht das jetzt ein bisschen nackelig aus, aber an und für sich finde ich den Look echt cool. Also, ne, hat was so von so einem Ombre-Verlauf und von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und irgendwie geil. Leute, vielen Dank für die Empfehlung. Also jetzt so als Lidschattenersatz ist es auf jeden Fall schon mal ganz cool. Als Highlighter muss es noch getestet werden. Ich denke, das wird aber auf jeden Fall eine richtig krasse Geschichte werden damit. Wenn ihr schon mal so nah dabei seid, zeige ich euch auch jetzt die Maybelline Snaps Cara. Die habe ich mir jetzt auch gerade neu geholt und die möchte ich jetzt mal austesten. Die hat so ein Synthetik-Haarbürstchen, was so nach vorne kegelförmig zusammengeht und so eine richtig krasse Spitze auch hat. Und hinten ist es echt groß. Und die riecht gut. Das ist jetzt erstmal der Look ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Da ich jetzt ja normalerweise Eyeliner tragen würde, wirkt das auf mich jetzt alles sehr ungewohnt, ne? Wie das Ergebnis jetzt auch aussieht von der Mascara her. Aber ich finde, dass sie die Wimpern relativ gut getrennt hat. Also wer es mag, kann halt noch eine dritte Schicht oder eine vierte Schicht drauf machen, ne? Ich habe jetzt ja drei Schichten, das mag ich halt einfach am liebsten so. Die meisten werden eher zwei Schichten tragen. Ich mag die aber wohl. Die gefällt mir. Die werde ich jetzt auch öfters verwenden und ja, ich finde, die macht einen schönen Look. Ja. Doch, also die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, jetzt wo ich mich auch echt von Namen gesehen habe, wo ist sie? Die Foundation. Die ist durchgefallen. Die ist so pastig auf der Haut. Du siehst jede einzelne Pore. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Nee, lass die Finger davon. Wir machen erstmal noch mit ein bisschen hollieren wir noch. Die Make-up, da habe ich so Pads geholt. Ich habe ja normalerweise keine Wattepads mehr. Die brauche ich aber, wenn ich meinen Fußnagellack entferne, weil dafür kannst du natürlich keine Mehrwegpads nehmen. Dann habe ich neue Ohrringe. Oh, der macht jetzt hier auch seinen... Ich nehme jetzt die von Alexascha mal raus. Die sind wundervoll, ne? Die sind echt schön. Habe ich letztens erst gekauft, kann ich empfehlen. Guckt bei der lieben Jana vorbei. White Swan Beauty, die hat einen Gutscheincode, den könnt ihr einlösen. 15% müsste das sein. Steht bei ihr auf Instagram, steht bei ihr in ihren YouTube-Videos. So, und die habe ich mir jetzt hier neu geholt. Die waren an einem Ständer, wo dran stand 20% auf alles, was sich auf diesem Ständer befindet. Und da habe ich mir gedacht, okay, die haben normalerweise 6 Euro gekostet, da kriegst du dann quasi 1,20 Euro Rabatt. Sagst du nicht nein. Und ich mag einfach so Türkis. Das sind die Ohrringe, mag ich leiden.
Dann habe ich noch ein Duschgel geholt, was ich wahrscheinlich für meinen Freund habe oder auch nicht, weil ich einfach Love is Love. Ich fand das schön von der Verpackung her. Ich fand das schön von dem Namen her. Ich habe keine Ahnung, wie das riecht. Ich habe nicht dran gerochen. Ich mach's jetzt. Riecht nach Mann, wird er mögen. Ein lebendiger Duft nach Rosen und Bergamottennoten. Unwiderstehlich verführerisch. Ein paar Masken, die ich demnächst noch mit dir zusammen testen möchte, habe ich bei DM gefunden. Die Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske für die Augen werde ich mit dir auf Instagram testen, zusammen mit der Hydrating Gel Lip Mask. Das werde ich in eins testen und dann auf Instagram posten. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, dann verpasst du sowas auch nicht. Von Balea die straffende Folientuchgesichtsmaske, stehe ich drauf. Ne? Also zweigeteilte Masken sind sowieso meins, diese Folienmasken sind meins. Das ist mit Rosenextrakt und Aloe Vera, richtig geil. Und dann gab es noch die mit Algenextrakt und Aloe Vera, auch die ist mit in den Einkaufskorb gewandert. Und von Garnier die Skin Active Vitamin C Shot Fresh Mix Tuchmaske war im Sale. Deswegen habe ich die auch mitgenommen. Ich habe ja gesagt, ich habe mir da aus dieser Berry On Essence LE ein bisschen was geholt. Da gab es auch diese zwei Highlighter. Einmal den etwas dunkleren und einmal den etwas helleren. Der etwas hellere ist so ins Rosé-farbene. Bin ich gespannt, aber ich swatch euch die auf jeden Fall. Die sehen richtig hübsch aus. Ne? Du hast da diese eingravierten Kirschen, die natürlich irgendwann verschwinden werden, aber ja, riecht nach nichts. So, oh, die sind richtig weich. Die sind richtig schön weich. Ui, das ist jetzt der dunklere. Och, der hat aber auch so einen leichten Rosé-Schimmer mit drin. Wie rede ich eigentlich gerade? Hat einen leichten Rosé-Schimmer mit drin. Könnte wirklich was sein. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass er vielleicht zu dunkel ist. Den finde ich schon mal schick. Den mache ich auf die eine Seite und auf die andere Seite werde ich den hier machen. Der ist halt Rosé. Schade, dass die nicht so Champagner hatten. Ich weiß nicht, ob es den in der LE gab. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen, leider. Also hier ist der Fingerswatch. Hier ist der Swatch dann auf dem Arm. Wirklich unfassbar schön cremig, ne? Also das sind tolle Highlighter. Essence macht auch richtig gute Highlighter. Jetzt gehe ich erstmal in diesen roséfarbenen mit diesem Pinsel rein, habe ordentlich Produkt auf dem Pinsel und trage mir hier den Highlighter auf. Ja, ganz ehrlich, neben dem Highlighter, den ich jetzt auf dem Auge habe, kann der jetzt nicht so wirklich anstinken, ne? Aber der ist schön, der ist natürlich und er gefällt mir auch vom Glow her. Guck dir das an, das ist schön, ne? Jetzt gucke ich mir den dunkleren auch nochmal an. Ich gehe da ordentlich rein, ne? Dann mache ich mir den hier drauf. Ich habe bei dunklen Highlightern immer ein bisschen das Problem, dass das auch schnell schmutzig bei mir aussieht. Aber so sieht es sehr natürlich aus. Ich weiß jetzt nicht, welcher mir tatsächlich jetzt besser gefällt. Also der hellere gibt mehr Glow, wohingegen der dunklere viel natürlicher aussieht. Ich hatte echt gedacht, dass der dunkle nicht so gut mir steht. Aber ich finde, der dunkle steht mir sogar besser als der helle. Krass. Das ist der helle Wahnsinn. Ich baue den dunklen aber dennoch mal so ein bisschen noch weiter auf. Gut, ich habe jetzt auch keinen Bronzer drauf, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Ich habe keinen Bronzer drauf, keine Augenbrauen gemacht, keinen Eyeliner. Also das fehlt in meinem Look. Aber das sieht, die Seite gefällt mir besser. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Welche von beiden Seiten findest du besser? Die mit dem dunkleren Highlighter oder die mit dem Cherry Highlighter? Ich habe jetzt auch noch ein Fixing Spray, was ich jetzt auch verwenden werde. Das ist von Essence das You Better Work Gym Proof Fixing Spray. Das soll unfassbar gut sein. Das soll das Make-up schön langanhaltend machen. Oh, das riecht erstmal richtig gut. Und das ist so ein schöner Nebel, der da rauskommt. Ne? Das ist so schön breit gefächert. Ich weiß nicht, ob man sowas in der Kamera überhaupt sehen kann. Aber das war schon ziemlich geil. Also das, ja, gefällt mir. Was ich auch sagen muss, der Pudding Primer hat jetzt nicht gemacht, dass mein Make-up gekrümmelt hat. Also das war jetzt ja so mein erster Gedanke gewesen, als ich die Konsistenz auch so gefühlt habe. Das hat er nicht gemacht. Ich finde, dass mein Gesicht auch relativ gut aussieht. Es fehlt ja natürlich, ich sage es ja die ganze Zeit, ich sollte aufhören, das zu sagen. Ne? Naja, auf jeden Fall finde ich in Ordnung. So, denkt dran. Ach so, nee, eins habe ich noch vergessen. Ich vergesse die ganze Zeit irgendwas. Das habe ich mir auch geholt. Das soll doch dieses Dupe sein. Das ist von Larive, das Sweet Hope. Und das soll ein Dupe sein zu... Ich kenne mich so schlecht damit aus. Ich habe es im Laden gerochen und es riecht wirklich so. Natürlich jetzt nicht so langanhaltend sein, aber ich meine, allein die Flasche zeigt uns doch, an welchen Duft uns das erinnern soll, oder?
Und ich mag den wirklich gerne. Es ist ein sehr erwachsener Duft. Ich hatte damals eine Schulkollegin, die diesen Duft tatsächlich sehr, sehr oft getragen hat. Und ich finde den großartig. So, das war jetzt tatsächlich aber jetzt mein kompletter Haul, oder? Nein! Ja, das ist jetzt unspektakulär. Ich habe auch noch Klopapier und Küchenrolle geholt, ne? Ja, ne, brauche ich jetzt aber nicht in der Kamera zeigen. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!